Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier The Lance TV natürlich mal wieder und unser SK Sturm hat natürlich mal wieder verloren. Auch das Debüt von Thomas Hösele war am Ende ein unglückliches, obwohl es wirklich sehr gut eigentlich begonnen hat, muss man sagen. Also die erste Hälfte, die hat mir persönlich wirklich Mut gemacht. Da war jetzt nicht alles gut, also da war trotzdem viel Leerlauf dabei, aber eins muss man gleich mal sagen, eben durch die bedingte Umstellung so in der Grundeinstellung, also er hatte jetzt keine komplett offensive Ausrichtung, aber zumindest, okay, schnelles Umschalten, man wollte eher den Weg schnell, glaube ich, in die Spitze finden und hat eher seltener blind mit hohen Bällen agiert, zumindest in der ersten Halbzeit. Am Ende ja, hat man es trotzdem nach 2-0 Pausenführung 2-3 verloren, richtig bitter und es war eigentlich außer einer roten Karte, die hat noch gefehlt, aber sonst eigentlich wieder alles dabei, also wieder Elfer für Rapid. Und dann so dumm das Ganze, ja. Positiv, aber nicht zu vergessen, herauszustechen in der Startelf. Geierhofer in der Startelf, Trummer und eingewechselt, gewechselt der junge Dadan Shaban Hajai. Also man hat auf jeden Fall der Jugend ein bisschen eine Chance gegeben. Dazu Routinier Janscher, der wieder zurück mal wieder in die Startelf gerutscht ist und gleich mal ein Tor vorbereitet hat. Finde ich auch sehr positiv und ja, man hat es am Ende halt auch trotzdem unnötig hergegeben. Es war dann schon verdient im Großen und Ganzen, dass Rapid das gewonnen hat, aber das Wie, es wäre zumindest ein X locker drin gewesen, würde ich mal behaupten. Aber ja, gehen wir das Spiel dann einfach mal durch. Sturm, die ersten paar Minuten fand ich gut. Man ist gleich in den ersten zwei, drei Minuten eigentlich vors gegnerische Tor gekommen. Oder war zumindest gleich mal in der Nähe des 16ers. Sturm ist früh draufgegangen. Sehr, sehr ungewohnt für das geschulte Sturmauge, wenn man sich die letzten Auftritte speziell unter El Maestro natürlich noch angesehen hat. Wobei ich hier nicht den großen Vergleich El Maestro gut, Hösele oder was besser, da irgendwie hinstellen will oder böse gut. Also ihr wisst, wie ich das meine. Deswegen die Ausrichtung war einfach eine andere und es war erfrischend für mich zu sehen, okay, ich gucke mir die ersten paar Minuten an und denke, ha, das sieht ein bisschen nach Fußball aus, was in den letzten Wochen, nein, sogar Monaten sehr, sehr selten der Fall beim SK Sturm war. Und wie gesagt, die ersten paar Minuten geht man ganz gut drauf, es kommt jetzt nichts ganz Gefährliches raus dabei, aber die Ansätze, die waren schon mal da. Eine Flanke, die den Gegner findet, anstatt irgendwo in dem luftleeren Raum da zu versickern, also das waren so positive Ansätze meiner Meinung nach. Dann hat Rapid so einen ersten Abschluss mal, so Minute 7 herum, die sind eigentlich auch relativ oft im Laufe der ersten Halbzeit wohlgemerkt, vor den 16er bei uns gekommen, aber ihre Abschlüsse waren alle sehr, sehr ungenau und sehr unpräzise. Also da gab es beispielsweise eine Möglichkeit von Knaas Möllner, der wirklich frei gestanden wäre und dann den Ball nicht richtig trifft. Bei uns gab es dann in Minute 34 war es, ja, eine eigentlich auch ganz, ganz kuriose Szene, also nicht bei der Aktion selber, sondern es gab zunächst den Rasensprenger, der sich da verselbstständigt hat und dann also aus dem Nichts eben Wasser gespritzt hat. Okay, soweit so gut. Sturm hat kurz davor einen Freistoß bekommen in der Nähe des 16ers. Den Freistoß tritt Jakob Janscher an, Flanke in den 16er und dann der Kopfball von Stefan Hierländer und bam, 1-0 für den SK Sturm. Also der Kapitän hat selber gemacht, Hierländer interessanterweise, ich glaube zum ersten Mal als Rechtsverteidiger, links hinten haben wir ihn ja schon ab und zu beobachten dürfen müssen. Ja, und jetzt ist er eben als Rechtsverteidiger für den zuletzt wirklich sehr schwachen Sakic dann aufgelaufen. Sakic kam übrigens im Laufe der Partie dann auch noch ins Spiel rein. Auf jeden Fall nach diesem Freistoß eben ja die Führung für die Blackies. Man hat sich da schon gefreut. Weiterhin war man, finde ich, jetzt nicht so schlecht im Spiel, aber man hat Rapid schon ein bisschen im Laufe der ersten Halbzeit zu viel kommen lassen. Das war schon das ein oder andere Larifari dann doch dabei. Rapid hat es aber im Endeffekt auch nicht gut ausgespielt und die kamen zwar vors Tor, es gab einen abgefälschten, ich glaube auch Knasmüllner Schuss, der richtig gefährlich sich gesenkt hat nochmal. Aber so richtig, auch wenn sie viele Aktionen in der Nähe des 16ers oder die ein oder andere Aktion in der Nähe des 16ers hatten, ja, wirklich Konkretes kam da auch bei den Grün-Weißen nicht raus. Anders Sturm, 45 Minuten plus 2. Ivan Lubic geht ein paar Meter, spielt auf dem rechten Flügel Despotov an, der mit der Pass- oder zielgenauen Flanke in den 16er und dann ist es Ota Kitaishvili mit dem Kopf
und er macht ihn 2-0 Sekunden vor dem Halbzeitpfiff. Als eigentlich ja Rapid das Spiel so ein bisschen mehr im Griff hatte, wie ich finde, ohne eben konkret gefährlich zu werden, schießen wir das zweite Tor. 2-0 der Pausenstand, alles super. Zweite Hälfte, ja, da war man dann zu passiv, ganz einfach. Da muss man sich selber an der eigenen Nase nehmen. Natürlich hat Rapid auch die ein oder andere Qualität, die sie ausspielen können, schon klar. Es ist aber nach wie vor keine Übermannschaft in meinen Augen. Allen voran dieser gottverfluchte, Entschuldigung, wenn ich sage, dieser verdammte Arase, der trifft einfach immer gegen uns. Der hat beim letzten Spiel in Wien, glaube ich, zweimal getroffen und jetzt schon wieder. Und gegen uns scheint er immer ungemein gefährlich zu sein. Auf jeden Fall, ja, Rapid mit einer Flanke in den 16er, in unseren 16er, Arase, sieht auf den ersten Blick wie klares Abseits aus. Ja, bei den TV-Bildern, also für mich immer noch schwer erkennbar gewesen, ob es jetzt Abseits war oder nicht. Auf jeden Fall steht der Rase am langen Pfosten ganz allein, weil Hierländer seinen Gegenspieler da irgendwie auch umsetzt im selben Atemzug. Es hätte wahrscheinlich sogar Elfer gegeben, hätte man da nicht weiterspielen lassen. Auf jeden Fall Rase mit dem Kopf, Simon kommt zu spät ran, 2-1. Anschlusstor, ja. Danach muss man sagen, ja, Rapid schon weiter gedrückt. Die hatten dann auch wenig später eine Riesenmöglichkeit durch Kitagawa, den kennen wir auch aus dem letzten Duell. Ja, der zunächst mal wuselt sich bei den Rapidlern Petrovic, irgendeiner der Eingewechselten, da rechts vom 16er, am 16er an Siebenhandel vorbei. Ein Ausrutscher von Siebenhandel, wo man sagen muss, okay, muss nicht sein, aber es sei ihm bitteschön auch verziehen, so oft wie er uns den Allerwertesten auch rettet in den Partien. Auf jeden Fall, die Reingabe kommt so ein bisschen rollermäßig. Kitagawa erwischt den Ball nicht richtig, Sturm klärt das Ganze, weiß selber nicht wie. Hierländer, der die Situation eigentlich bereinigt hat in dem Moment, weil er den Ball bekommt, verliert ihn auch wieder an Arase und dann im Wirrwarr irgendwie haut ihn dann Aflonitis im Endeffekt raus. Das war schon eine der ganz gefährlichen Szenen gleich nach dem Anschlusstor. Danach Sturm nach einer Stunde mit einer Chance mal wieder, nach einer Hierländer-Hereingabe über rechts, ist es Barley sehr freistehend, haut ihn dann doch drüber. Der Sapral präzise aus, war aber dann doch mit ein bisschen zu viel Wumms. Ja, und dann muss man sagen, ist das Spiel irgendwann gekippt in Minute 83 eigentlich, wenn man da ganz genau sein möchte. Es gab schon mehrere Abschlüsse von Rapid zwischendrin, von Sturm in der zweiten Halbzeit leider wirklich sehr wenig im Verhältnis. Also da ist man ein bisschen in alte Muster, was jetzt die Passivität angeht, wieder zurückgerudert. Obwohl, wie gesagt, die Auslegung schon die war, dass man früher auf den Mann geht. Das hat man eigentlich schon über das ganze Spiel gesehen, in der zweiten Halbzeit leider deutlich weniger. Und auf jeden Fall, die 83. Minute, Ivan Lubic, ja, im 16er, zunächst genau, ist ja ein Rapidler am Ball, die dribbeln da herum, dann kommt der Haken, Lubic kommt einfach zu spät, trifft das, ja, das Fußgelenk des Hütteldorfers. Es ist ein Elfer, den du geben kannst, ist schon klar. Er hat es natürlich geschickt gemacht, muss man auch sagen, weil er lässt den Fuß auch stehen. Es ist ein Elfer, aber die Rapidler sind nicht blöd. Aber gut, regelkonform, den Elfer haut Schwab dann logischerweise rein. Dann steht es in der 83. Minute 2-2. Vielleicht sollte man da nur ganz kurz erwähnen, weil den Schiri habe ich jetzt auch oft nicht jetzt als Hauptgrund hergenommen. Bisschen Hilfe war da schon dabei. Also in der ersten Halbzeit waren zwei, drei Aktionen, wo die Rapidler wirklich sehr ungestüm in den Gegner reingegangen sind, in unsere Jungs. Und da gab es teilweise nicht mal Gelb. Andererseits wurden die Blackies da schon relativ leicht verwarnt. Also nur mal das, Schiedsrichter Hammett da nicht ganz von der Schuld frei zu sprechen. Also der hat schon seine Linie gehabt, da sagte auch der Sky-Moderator. Und die Linie war grün-weiß. Nur mal an der Stelle, was nicht als Ausrede gelten soll, aber es gehört angesprochen. Also, nach dem Elfer-Tor in der 83. zum 2-2 durch Schwab, ja, klar hat Sturm dann noch irgendwie probiert, ein bisschen den Ball nach vorne zu kriegen, aber es war dann doch wieder die übliche Ideenlosigkeit leider zu sehen im Laufe der Partie. Geht natürlich auch nicht von heute auf morgen weg, wenn du dieses destruktive System gewohnt bist. Und ja, in den letzten Minuten dann passiert natürlich das, was unbedingt passieren muss. Man kassiert in der Nachspielzeit das 2-3, vorbereitet durch Ex-Blackie Thorsten Schick. Ah ja, da geht es einfach relativ schnell. Also Schick leitet da einen Ball fließend weiter in den Lauf des heransprintenden Kara.
Ja, der umkurvt da 7 Handel und das Ding ist drin. Also Sturm, klar, wir schauen dann wieder blöd aus der Wäsche, wieder keine Punkte, wieder zu Hause verloren. Das ist auch eine elendslange Serie. Ich will da aber auch natürlich auf Hösele jetzt da nicht zu sehr eindreschen. Also der Trainer, der kann mal gar nichts dafür. Allein für die Niederlage, da muss man sagen, es war schon eine gesunde Mischung. Man hat gut begonnen, was zumindest die Kaltschnäuzigkeit vom Tor anging im ersten Durchgang. In der zweiten Halbzeit war man dann lange zu passiv, hat Rapid selber wieder stark gemacht und irgendwie hat man halt die Quittung dann bekommen. Es war übrigens, glaube ich, das erste Spiel, das Rapid nach einem 0:2 wieder mal gewonnen hat, seit, keine Ahnung, 1985 oder irgendwie sowas, was ich da so mitbekommen habe. Also das ist natürlich auch super, wenn man da den Nachbarn aus Wien so ein bisschen pushen kann. Denn das braucht das Land. Ja, ihr merkt, ich bin da einfach angepisst, obwohl ich jetzt wirklich da weniger zu meckern habe als in den vielen Partien zuvor. Aber es ist halt immer wieder, sogar wenn man eine gute Ausgangslage hat, man hat es auch im Herbst mal gehabt, beim LASK 3:0 geführt, natürlich durch Umstände. Und dann gewinnst du die Dinger einfach nicht. Und auch das ist ein Grund, warum man eben da steht, wo man steht. Der 6. Platz ist einzementiert. Wie gesagt, positiv. Die Jungen bekamen vereinzelt Einsatzzeit. Shaban Hadjai, den hast du ein, zweimal auch am Ball gesehen. Da sind auch Fehler definitiv verziehen von meiner Seite. Wieder sehr stark, finde ich, war Trummer, gerade im ersten Durchgang, aber eigentlich auch in der zweiten Halbzeit. Trummer gefällt mir sowieso sehr gut aktuell. Und auch Geierhofer spielt jetzt zumindest mal sicherlich nicht schlechter als ein Spendelhofer. Also von dem ist das alles, ja, es geht schon langsam doch in die Bahnen, die etwas, glaube ich, ja, etwas mehr versprechen für die Zukunft. Also gucken wir einfach, wie das Ganze eben so weitergeht. Von dem her, so, war es das jetzt dann aber auch schon wieder von mir. Ihr schreibt mir natürlich gerne wie immer in die Kommentare, was sagt ihr zur gestrigen Partie? Bittere Schlappe, völlig verdient oder ja, sind wir einfach schlecht im Moment? Also ich bin gespannt auf eure Meinungen, was sagt ihr überhaupt zur Höseles Aufstellung? Und ja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias, nichtsdestotrotz natürlich auf die Schwarzen. Und bis dann. Ciao, ciao.